Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Der liebe Jose da rechts und meine Wenigkeit Arthur Morgan, habe die Ehre, guten Tag, wollen gerade einen Bär jagen. So, und der Bär, der steckt hier irgendwo in den Bergen. Und wir legen jetzt hier einen Köder aus, damit der Fregel auch runterkommt. So, wo ist er denn? Da, benutzen. Starker Raubtierköder. Mhm. Ja, am besten gehen wir auch irgendwo weiter weg. Begib dich zu den Felsen. Mhm. Und was, wenn er irgendwie von hinten kommt? Ich habe keine Waffen für den. More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Also nervös bin ich auch. So ein Bären ist zu erlegen ist schon. Ja, ich würde das vielleicht nicht unbedingt machen, sonst kommt der noch und dann. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Jetzt kommt der. Pass auf. Jetzt. Jeden Moment. Jetzt. Jetzt ist er da. Give me a hand here. Got your knife? Siste. Boah. Wer bist du denn? No, it's too close. Nun ja, das war wohl nicht so gut. Fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. Jetzt hat er ein paar Narben mehr. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to... Werden wir jetzt sentimental, oder? Lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well... Bleiben. You coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. So, und zwar werden wir jetzt bei unserem Gauli die Waffen daraus holen, die größeren Waffen. Ich habe neue Pferde in den Ställen von Valentine, Scarlet Meadows und Strawberry zum Verkauf. Na, herrlich. So, und zwar hätte ich gerne hier den Karabiner, genau. Und von mir aus auch noch... Oh ja, oh, die wird auch nützlich sein. Alles klar. Jede Stall bietet eine andere Auswahl an Pferderassen zum Kauf an. Ist in Ordnung. Sodele, hier ist ein Fragezeichen. Untersuchen. Okay, there. Ain't close. Ja, okay. Was habe ich denn ausgerüstet momentan? Die Pump-Action, okay. Nein, 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 nicht ausruhen. Ach, da, Moment. Da fährt auch eine Choo-Choo-Bahn, wie schön. Noch ein bisschen Code. Hm. Getting close. Oh ja, legendärer Grizzlybär. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Ja, und jetzt? Die Fährte ist leider zu Ende gewesen.
Ach, da ist er doch. Mein Gott. Da ist er doch. Fuck. Oh je, oh je. Oh, oh, fuck. Ah, oh nee. Oh, oh, ah. Wie habe ich da dann überlebt? Fuck. Naja, okay. Häuten. Scheiße. Was ein Vieh. Ja, aber ich bitte euch, ey, wie habe ich da denn überlebt? Naja, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell auf mich zukommt. Sonst hätte ich direkt die Pump-Action geholt, aber... Naja. Alter. So, was machen wir mit dem Fleisch? Fertig, komm mal her. Das war ein bisschen schneller. Achso, das ganze Fleisch, das lassen wir noch liegen. Okay, na gut. Also ein bisschen Fleisch habe ich scheinbar mitgenommen, laut der Info da oben links, aber auch nicht alles. Barati hieß der. Okay, verstauen. Alles klar. Öffne deine Tasche und schaffe Platz, indem du hier gedrückt hältst, um nicht benötigte Gegenstände wegzuwerfen. Gut, schauen wir mal, was benötigen wir denn nicht mehr? Eine Truthahnfeder. So, das kann ich meinem Pferdchen geben. Ja, eigentlich können wir das gerade mal machen. Wenn das geht. Untersuchen erstmal, genau. So, jetzt weiß ich wenigstens, wer du bist. So, füttern. Alter, guck dir meine Jacke an. So, das gefällt dir, hä? Okay. R1 gedrückt halten? Nee. Naja, egal. Striegeln. Das können wir auch mal probieren. Das gefällt dem sicher auch. Oh ja. Toll. So, haben wir jetzt noch ein bisschen Platz gemacht, ja? Nach dem Füttern. Kann ich hier noch was machen? Aufheben. Achso, das ist die Kopfbedeckung. Ich dachte Bär. Okay. Naja, warte. Moment. Moment. Da war was. Aber nichts entfernt vom Pferd, sondern ich will hier irgendwie den Kopf oder so noch mitnehmen. Naja, egal. Gut, dann. Karte. So, den habe ich erlegt, genau. Sudle, was ist das hier? Trapper. Da will ich mal hin. Dann kann ich da mein Fell mal verkaufen. Nicht wahr? So, Ovi. Und zwar im Galopp. Wenn ein Tier oder eine Person auf dem Pferd gelagert wird. Ah ja, dann, okay. Nee, ja, ist ja klar, ne? Aber das ist ja golden momentan. Das wird ja irgendwas bedeuten, oder? Was ist denn jetzt? Alles klar? Grüßen. What happened? My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. I'll see what I can do. Ja, du als Gentleman hast gerade mit dem Bär gerungen. As hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Sure. Aber immer noch Kraft, um ein Pferd anzuheben. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor dumb animal. Tja, du hast wohl irgendwas ganz schlimm verkehrt gemacht, hä? What'll I tell Mildred? Weiß ich nicht. Guck mal, er lebt ja noch. Well, thank you. Ja, kein Ding. Oh, yes, Mr. Please. Thank you. Kein Ding. Na komm. I live over in Annisburg. Wo auch immer das ist. Ja, doch, ist ein Problem. Ha, ich habe hier keinen. Ja, das ist jetzt schlecht, ne? Dann
musste wohl laufen. Ich hätte nämlich gerne mein Bärenfell verkauft. Beziehungsweise dieses einzigartige Outfit. Das reicht, ich gehe den Rest zu Fuß. Ja, auf Wiedersehen. Ich will dieses einzigartige Outfit. Vorsicht. Gott. Vorfahrt gewähren. Blöder Bock. So, auf zu dem Trapper. Da bin ich mal gespannt, was der mir daraus basteln kann aus dem Fell. Wenn der Pferd keine Ausdauer mehr hat, ja, weiß ich. Ist in Ordnung. Ah, jetzt sind die nicht mehr golden. Alles klar. Guck mal, jetzt geht's hier bergab. Da wird das doch wohl nicht so viel Ausdauer verlieren. New Hanover. Oh, fuck. What the fuck? Ich guck grad, wie viel Kopfgeld ich habe und auf einmal ist da ein Baum. Alles klar. Gauli, geht's dir gut? Striegeln. Oh ja. Das gefällt dir, hä? Ich muss es ja irgendwie wieder gut machen, dass du frontal mit deiner Fratze gegen das Bäumchen da gerast bist. Naja, komm. Ist gut. Ja. Oh, ich hab mein Fell verloren. Mein Fell! Das geht ja mal gar nicht, ey. Also sowas. Runter da. Aufheben. Aufheben. Das ist mein Fell. Von einem legendären Bären. Das hat sich auch gut gereimt, ja. Gefällt mir. So. Truff da. Schön. Ich frag mich, wie sich das überhaupt halten kann, aber egal. So, auf wie. Schön. Ja. Howdy, guten Tag. Ich hoffe mal, bis zum Trapper ist es nicht mehr ganz so weit. Auf jeden Fall haben wir hier in New Hanover 10 Dollar Kopfgeld. Lohnt sich doch gar nicht, oder? Dieser Aufwand. Okay. Ich dachte, ich müsste hier vielleicht querfeld ein. Aber hier gibt es tatsächlich noch eine Straße. Ich hoffe mal, der Trapper ist nicht gleichzeitig ein Kopfgeldjäger. Sonst könnte das unangenehm werden. Aber ich reite jetzt einfach mal hier durch. Ups. Siste. Kann ich gleichzeitig was jagen? Aufheben. Alter, meine Jacke sieht aus, gell? Ich hoffe mal, der Trapper kann mir eine schöne neue Jacke herstellen. So, weiter geht's. Da ist er. Und ich raste nochmal. Und ich raste nochmal gegen den Baum. Tut mir leid, Gauli. Tut mir leid. Ich hab dich lieb. Oh Mann, ey. Hallöchen. Oh, I know those scars anywhere. Looks like Baratti met his match at last. Oh ja. Congratulations. Dankeschön. Ich hoffe mal, jetzt kannst du mir auch was daraus machen. Da. Fell eines legendären Bären. Nee. Das ist der Trapper. Er kauft dir ganze Tiere für Auto und kann er verschiedene Kleidungsstücke aus den Tieren und Fällen herstellen, die du ihm verkaufst. Okay, also erstmal verkaufen und dann kann er mir es herstellen, ja? Gut, verkaufen. Schön. Habe ich hier noch ein paar Fälle? Ja, da oben. Da. Schön. Okay, dann kaufen. So, und zwar Bekleidungssets. Oh. Schön. Komm, wir machen den hier einfach mal. Ja. Ah, ein Bisonfell fehlt mir noch. Okay. Nee, aber zumindest mal diese geile Mütze. Oh, Junge, die ist doch die schindet Eindruck. So, hier gibt es nichts. Da gibt es auch nichts. Ich guck mal, wartet hier so. Okay. Naja. Hier gibt es so viele Sachen, die man machen kann, gell? Todesrolle. Oh ja, das sieht aus wie Crocodile Dundee. Heiß. Pirscher. Geisterbison. Das ist aber auch schick.
Klapperschlange. Geil, guckt euch mal die Stiefel und die Handschuhe an. Hammer, Viehhirte. Ah, Ziegen und... Alles klar, so Zeug, alles klar. Aber auch schick. Zureiter, das hat auch was mit Pferden zu tun. Ah, Wapiti, Coyote, okay. Na gut, einverstanden. Das ist cool. Das ist cool. Biber brauchen wir dafür. Wolf, was ist denn Billy-Weste? Gürteltier und Ziegenhaut, okay. Ach, das ist so cool. Bergbewohner, was ist das für ein Mütz? Grenadierhut. Die ist ja heiß. Echt schick, ja. Okay, das war das. Kleidung. Aha. Mein Gott, ist das cool. Sehr schick. Verstärkte Ausrüstung. Da können wir nichts machen. Okay, aber ansehen können wir uns das. Ah, ach so, okay. Ja, ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwie so noch Werte, die irgendwie erhöht werden oder sowas. Naja. Nee, ist in Ordnung. Das ist ein Sättel. Bei dir kriege ich auch neue Sättel. Und Gegenstände. Ah, die kann ich einfach... Okay, verstehe. Ein Tomahawk. Cool. Na gut, Meister. Dann sind wir jetzt erstmal fertig. Ich bin ein Bär. Fokussiere den Trapper und halte, wenn dein Pferd in der Nähe ist, um deine eine Tier zu verkaufen, die auf deinem Pferd gelagert ist. Wie zum Beispiel... Keine. Nö. Aber ich hätte hier, guck mal. Zerlegen. So, kann verkauft werden. Das ist schön. Dann, mach ich mal. Verkaufen. Okay, let's take a look at it. Guck mal hier. 30 Cent. Wahnsinn. Ein schöner Schwanz. Ne, das Fleisch, das brauche ich ja noch. Kann verkauft werden. Ja, ich hoffe mal... Warte, nee, den muss ich erstmal zerlegen, oder was, ne? Wo ist er denn? Warte mal, hier waren... Was ist das? Achso, ein Amulett. Wo ist denn jetzt der Kanickel hin? Hatte ich doch vorhin noch. Hä? Ich würde das nämlich gerne auch nochmal zerlegen. Aber gut, warte mal. Vielleicht, weil mein Pferd nicht in der Nähe ist. Komm mal her. Komm. Ach, dann nicht, dann komme ich eben zu dir. So. Hat er festes Geschäft, außerdem hat er einen mobilen Stand, den du in der Wildnis finden kannst, ja? Pferdeinventar. Da ist er doch. So, aber den würde ich gerne rausnehmen. Warte, dann machen wir das anders. Wir machen das so und so. Und dann kommst du jetzt mit. Mein Gott. Ist ja unverschämt. Da will ich da diesen Hasen zerlegen und dann... So, Ladenbesitzer. Nö. Aufhören. So, jetzt. Tasche. Und... Kein... Verkaufen? War das so? Nee, ich will den eigentlich zerlegen. Wieso konnte ich das eben zerlegen und... Na, egal. Verkaufen. Okay. Bitteschön. So. Okay, boah. Wie auch immer. So, das war doch jetzt mal interessant. Gut. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Aufnahme bei dem Trapper. Weil der cool ist. Oh yeah. Ich muss sagen, die Gegend, die... So, ich werde noch ein bisschen träumen mit meinem coolen Hut. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder.
I once tracked a bad-tempered moose 4 days across an ice sheet, just to eat a square meal. Interessant. So, bis zur nächsten Folge. Bis dann.